Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Sendung. Es geht heute um Tuning. Wie ihr seht, ich habe mich schon schön angezogen. Aber aus gegebenem Anlass muss ich noch was erzählen. Gestern hat mich Manuela Fuchs angeschrieben, dass mein neuer Mikro kratzen würde. Aber das kratzt nicht. Das knistert zwischen uns. Weiß nicht, das meintest du. Übrigens, Manuela Fuchs ist eine begnadete Bläserin, aber nicht nur begnadete Bläserin, sondern sondern auch eine begnadete Designerin ist sie. Und sie hat eine neue Collection gedesignt für Berufsmusikerinnen und auch, ich glaube, auch für Amateurmusikerinnen, die sich mal beim Konzert schön anziehen möchten. Sie hat wunderschöne Kleider entworfen, die sehen nicht nur elegant, hübsch aus, sondern die sind sehr komfortabel zu tragen und toller Stoff. Ich habe zwei Stück davon gesehen, wunderschön sind die. Also, wenn ihr das mal angucken möchtet, dann geht ihr mal auf der Seite www.foxconcertcollection.com. Ich werde noch in der Beschreibung unser Video das euch noch mal aufschreiben, wenn ihr das vergessen würdet oder ich falsch ausgesprochen hätte oder so. Also das ist die neue Collection für Damen, für Konzertauftritte und so weiter. Wunderschöne Kleider. Ich werde noch mal unten zeigen, wie das richtig heißt. Also unser Thema aber heute, Tuning. Das wisst ihr schon, wie mein Auto tunt. Das Auto werde ich mir mal kaufen, wenn wir 1 Million Follower haben. Und das habe ich ausgerechnet gestern, das darf nur noch circa 25.000 Jahre dauern. So, bei der Trompete ist es ähnlich wie bei den Autos. Kann man auch tunen. Meistens bringt das nicht. Zum Beispiel bei einer Monotrompete, was ihr hier sehen möchtet oder könnt, das ist schon eine vollendete etwas, hier muss man gar nichts machen. Einzige Tuningstelle ist das hier, dieses schöne Band, was manchmal kaputt geht, weil ich hier keinen Stopper habe, was wurde schon manchmal bemängelt, warum ich keinen Stopper habe. Ja, dafür habe ich kein Bändchen. Das könnt ihr die Trompete vergleichen mit einem Bugatti Chiron. Nichts mehr dafür kaufen, keine Auspuffanlage, keine neue Lack, kein Spoiler, gar nichts. Das ist fertig. Das nennt man Trompete. Gut. Aber jetzt haben wir auch andere Kandidaten, wie zum Beispiel das hier. Würden viele sagen, das sieht wie eine Monette aus. Das sieht wirklich ähnlich aus, aber von Spielweise haben die zwei Trompeten nichts Gemeinsames. Danke, Herr Jambo. Wie ihr das seht, mein Mikro muss ich abstellen, das hat so Heavy Caps. Das bedeutet, das sind so dick. Bei normalen Trompeten ist das so dünn. Seht ihr? Ja. Ich kann es euch sagen, das ist Optik. Genauso hier oben, Heavy Caps, ganz dick, dort dünner. Sollte ähnlich sein wie bei Monet, aber das ist alles nur Optik. Bei Monet ist es so gemacht, dass die Ventile auch noch verschwinden. Dadurch würde man denken, dass die Ventilwege viel kürzer sind, sind aber nicht. Wenn ihr das abrechnet, diese Kante, habt ihr genauso lange Wege wie normalerweise. Das nennt man optisches Tuning, weiß ich nicht, wie das heißt. Ihr könnt bei der deutschen Trompete auch, gibt es so Heavy Caps. Das hier. Das ist dafür da, dass wenn ihr die Trompete hört und Mundstück drin habt, dass es ein bisschen mehr ausbalanciert ist. Aber am Ton wird es nichts ändern.
Das haben wir bei der deutschen Trompete noch ein anderer, sag ja, was auch tuningmäßig ist. Hier in diesem Ventil ist ein Loch, wird man wahrscheinlich nicht sehen. Noch nicht. Ich versuche das zu Hier. vergrößern. Sieht man das nicht so ganz Sieht genau. man nicht. Okay, dann hier ist Aber es. ein Mini-Loch, das würde man sagen, so 2 mm, 3 mm, weiß ich nicht. Wofür ist das da? Dass man ein bisschen die Luft zischt. Gut, das ist natürlich nicht richtig. Oh. Das ist dafür da, dass ihr jederzeit den dritten Trigger benutzen könnt, ohne dass ihr das auch den Ventil drückt. Das geht auch ohne. Normalerweise würde ein Vakuum entstehen und dann könntet ihr das nicht betätigen. Ist manchmal praktisch, wenn ihr irgendwelche blöde Bindungen habt und vorher schon oder währenddessen ausziehen möchtet. Das ist dafür da. Sind wir bei der deutschen Trompete? Was für Tuningstellen haben wir noch drauf? Mir fehlt nur noch eine auf diese C-Klappe. Meistens wissen das wofür, das ist aber erkläre ich trotzdem. Wenn ihr das hier drückt, dann könnt ihr ganz leicht oben ein C3 spielen. Wenn ihr 2-3 drückt und die Klappe, dann könnt ihr ohne Probleme ein Gis bzw. Ass 2 spielen. Hier habt ihr so eine, auch ein bisschen was tuningmäßig. Das ist alles nur Optik. 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 So. Die Motoren müssen gut geschmiert werden. Was benutzt man dafür? Ein guter Öl. Gutes Öl. Gut. Bei hochwertigen Trompeten. Das Ventilspiel ist sehr eng. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel Schokocroissant gefrühstückt habt und dann nachher eure Zähne nicht geputzt habt, dann werden anfangen, die zu klemmen, weil das Ventilspiel so eng ist, dass es muss immer mit sauberem Mund reingepustet werden, sonst werden die klemmen. Wenn das Ventilspiel so klein ist. Was für Öl benutzt man dafür? Dickes oder dünnes? Ich würde Dünnes benutzen. Ganz genau, dünnes Öl. Dünnste Öl, sag ich mal, was auch nicht so viel Chemikalien enthält, ist das Ultra Pure. In der USA ist das zu beziehen. Onkel Monet empfiehlt auch zu den Trompeten. Gut, aber die meisten Trompeten sind nicht so gebaut, sondern sag ich mal herkömmlich ganz normal. Wenn ihr ältere Trompeten habt, dann kann ich von Hetman die Nummer 3 empfehlen. Nicht so alt, mit bisschen Ventilspiel die Nummer 2. Es gibt auch Nummer 1, was ähnlich sein sollte wie der Ultra Pure. Genau. Habt ihr eine Trompete, was sag ich mal alt ist und nicht so richtig so läuft? Wo die ganze Ölsorte nicht helfen. Bei mir hat das immer geholfen, bei dem schlechtesten Trompeten auch. Von La Tromba. Das spiegelt alles, man sieht das nicht, aber wir glauben. Genau, La Tromba T1, das enthält Silikon. Das ist ganz giftig. Egal. Funktioniert richtig gut, aber wie das bei den Trompeten nicht Reparatur, sondern Reinigungsfolge gesehen haben, so ein Öl hinterlässt ganz viele Rückstände. So spielt ihr damit, sag ich mal, regelmäßig auf der Trompete nach einem Monat, werdet ihr sehen, wie in den Ventilen innen drin, in den Löcher, die Rückstände sich bilden und wird das schmutzig. Dann müsstet ihr waschen. Ich habe eine Anekdote von Herrn Baranowski auch gehört. Wie er, als er noch jung war, noch jünger als jetzt, seine Trompete getunt hat, nämlich die Filze dicker gemacht. Dadurch war das Ventilspiel weniger, also die Bewegung. Er war natürlich damals begeistert, aber ich kann euch versichern, wenn die Ventile so stehen, dann die Löcher schließen nicht so richtig und dann entstehen die Töne verzerrt. Nicht so richtig. Aber wenn man so wunderbar spielt wie er, merkt man das natürlich nicht mehr.
So, über Optik, wo ist meine? Na gut, eine Sekunde. Meine Endless-Piccolo-Trompete. Seht ihr, wie schön das graviert ist? Sieht man das? Nein? Ich meine die Hand bitte. Jetzt sieht man das. Wunderschöne Gravur. Christoph Endres in Nürnberg, der meine Instrumente macht, und das ist auch von ihm, macht wunderschöne Gravuren in seiner Werkstatt. Er hat direkt jemand dafür eingestellt und wunderschön sieht das. Also das finde ich von Optik her richtig ansprechend. Ich liebe so schön gravierte Trompeten. Eine andere Sache, als ich auch so noch ein Kultor gehabt habe damals, als ich noch jung war, wollte ich auch, dass wie eine Monatrompete aussieht, und habe ich hier so Bleche einschweißen lassen. Ja? Das sah schon wie ein Monatrage aus, von der Optik her. Aber ich kann euch versichern, dass das großer Blödsinn war, weil die Trompeten werden immer schwerer und oben immer, immer schwerer zu blasen. Die Monatrompeten sind zwar schwerer, aber die Tonfarbe und die Handhabung kommt nicht von der Schwere, nicht nur von der Schwere, sondern auch wie die Bohrungen sind. Also einfach eine Trompete schwerer zu machen, ist fatal und bringt leider nichts. Aus dem Muskelkater in Ja, der linken Hand. ich kann die beobachten, ein bisschen Muskel ich schon hier habe von der Trompete. Gut, es gab mal früher von Donny Zugpferd, gibt es immer noch sein Mundstück Booster. Nennt sich das. Hier ist ein Mundstück, gibt man das so rein. Sieht auch wunderschön aus, bringt aber nichts. Also, ich weiß nicht. Damals dachte ich, das hat was gebracht. Genau, das kommt jetzt wieder die Wahrheit raus. Es sieht wunderschön aus und die Auge hört auch mit und das wirkt auf unsere Psyche. Denk mal. Ah, das ist wie den fetten Ton, weil ich jetzt spielen. Steck mal in die Trompete rein. Und dann, man denkt, dass es fetter der Ton ist, aber ist das nicht. Das kann ich euch versichern, ist das leider nicht so. Dann müsstet ihr schon, wenn ihr die Trompete tunen möchtet, wie zum Beispiel hier mal auch sieht, mit dem Tuning-Auspuff, dann nehmt ihr ein vernünftiges Mundstück. Damit könnt ihr richtig was erreichen. Meine Empfehlung ist Monat. Gut, über Mundstück haben wir geredet. Jetzt haben wir die Taylor-Trompete doch nicht da. Es ist auch nicht so wichtig. Bei Taylor ist ähnlich wie ein Monat. Klingt nicht wie ein Monat, aber eine sehr gute Trompete, muss ich sagen. Super Trompete. Dort sind auch die Mundstücke auch speziell dafür gemacht. Das ist ein eigenes System. Braucht man nicht zu ändern. Wie gesagt, bei dem normalen Trompeten, wenn ihr normale kauft, Bach, Yamaha, keine Ahnung, kauft ihr die Heavy Caps und alles da, das wird von Optik her super sein, aber wird im Endeffekt nichts bringen. Gut, gehen wir mal noch zu unser letztes Stück. Das ist ein, na was ist das? Na was ist das? Das? Ja. Das unbrauchbare Stück. Das ist ein sehr brauchbares Stück. Erfindung, glaube ich, oder hergestellt wird von Christoph Endres in Nürnberg wieder. Ah, dann ist das sinnvoll. Genau. Und ich zeige das mal euch, was das ist. Wenn ihr das nicht schafft, ohne Tool so jazzige Töne zu spielen, dann steckt ihr das in das Mundstück rein, ja, bis zum Anschlag. So. Und dann. Oh, das werde ich mir aber kaufen. Ich kann das dir sogar schenken. Das ist ganz schön brauchbar. Ja, das ist ein super Teil. Ich mag das auch gerne.
Gut, mehr fällt mir jetzt nichts ein. Hast du noch irgendwas zu bemängeln vielleicht oder dazu hinzufügen? Ich würde mich nur an der Arbeit machen. Ich würde schon langsam anfangen mit dem Tuning weiter. Gut, dann in der Zeit, wo Herr Baranowski weiterwerkelt an die Trompeten. Also, dann sage ich schon mal euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.